Buongiorno, ich begrüße Sie zu einem neuen Teil Donsdarf-Skiprojekt. Ah, netter Abend, netter Abend. Ich muss sagen, es ist ein wunderschöner Tag. Wunderschöner Tag zum Anpflanzen auf die schönen Bäder. Oh, wieder eine. Das ist gar keine Rabe, das ist ein Tukan. So, was wollen wir machen? Ich weiß nicht, was wir wollen machen. Ich muss überlegen. Uns geht es soweit gut. Wir wollen Sandsäcke weiter sammeln, denke ich. Würde ich sagen. Denn wenn er kommt, die Flut, wir müssen gucken, dass nicht überflutet unsere Basis. Ja. Scheiß Vögel hier. Kann er wohl nicht angehen. Das war italienisch. Wie es immer heißt in den Die Maus-Trailern. Weg damit, wir haben zu viel davon. Warte mal, Sandsäcke haben wir. Wir brauchen wahrscheinlich dann noch. Kannst du mal essen hier? Wahrscheinlich Bambus wird es uns eher fehlen. Ist da schon was nachgewachsen? Machete, Machete, Machete. Da haben wir Machete. Ich denke mal, da werden wir nicht kriegen, wa? Ein Bambus? Nö. Müssen wir wohl noch warten. In der Zeit würde ich sagen, holen wir uns mal wieder ein bisschen Holz ran hier. Zick, zack, zick, zack. Ja, die liebe Miss Butterfly hatte mich beim letzten Mal darauf angesprochen, dass der Piratenhut doch auch Sanity aufbaut. Ja, das ist richtig. Und das weiß ich auch. Aber, oh. Kaputt. Aber das ist wie mit dem Blumenkranz. Also, oh fuck. Jawohl. Das ist mit dem Blumenkranz, das ist nicht ab einem bestimmten Level nicht mehr so pralle, was das an Werten bringt. Klar, kann man das machen nebenbei. Aber wie gesagt, wenn ich das mit Essen jetzt so hinkriege und war nicht hier drin? Nö. Hier drin, ja. Wenn ich mit dem Essen das so hinkriege und ich habe jetzt auch mein Zelt, das kann ich auch noch ein paar Mal nutzen, ohne dass da was passiert. Dann bin ich damit doch schon zufrieden. Ach, ich werde das nicht los, das Zeug hier, ne? Warum zur Hölle habe ich auch einfach mal 3 Stacks Feuerstein? Das macht keinen Sinn. Wirklich nicht. Das macht keinen Sinn. Und auch Steine hier. Ich glaube, ich baue mir jetzt echt mal, wie ich es sonst früher auch gemacht habe. Hier so Ressourcenkisten. Das macht eigentlich Sinn. Das tut Sinn. So, hier Fleisch. Da haben wir nochmal was. Das wird gleich verdorben. Kochen wir das doch weg, würde ich sagen. Schwubbidiwupp. Ja, hier. Bären ran und dann ist gut. Da schmeißen wir die Scheiße rein. Scheiße Rinder. Fertig. Bums aus. Der Speer ist auch gleich im Arsch. Schlangenhaut kommt da hinein. Ich danke euch. Was haben wir hier eigentlich drin? Und eine Spinne anscheinend. Hat sie sich verfangen. I'll be your substitute. Wee! Nein. I need a Seil. Kommt her. Oh. Jetzt sind sie in eine Fallen drin gegangen. Wollte ich gar nicht. Passiert. Naja. Gut, dafür sind sie ja da, wa? Deswegen macht man ja solche Tests. Es wird gleich dunkel. Wir gehen wieder in unsere Basis hinein. Bop.
muss sagen, wenn man erstmal sich so eine kleine Basis hier angebaut hat an Futter und so, dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Dann ist das alles nicht mehr so problematisch. Wie sieht es mit Gräsern aus? Gräser können wir mal sammeln noch. So lange, wie wir noch können. Wenn wir mal wieder eine Schlafmatte brauchen oder Gräser haben wollen, dann ist wieder die ganze Insel leer. Ja, wir gehen mal lieber zurück. Sonst endet das wieder böse für den Steffen. Wie ihr seht. Oh, erstmal eins reicht. Oh, jetzt hier zweimal müssen reichen. Oh, wir sortieren mal wieder ein. Bubbidi-bub-bub, bubbidi-bub-bub. Dim-dim-dim. Ich hab voll den Ohrwurm. Ich habe vorhin die unglaubliche Aufgabe bekommen von meiner Mutter, ihr einen Musikstick fürs Auto zusammenzustellen. Und hatte gerade, also ihr müsstet den Haufen Zetteln mal neben meinem Stuhl hier liegen sehen. Ungelogen, über 100 Zettel. Ich glaube, es waren 120 Songs oder so. Und jeden einzelnen Song auf einem Zettel aufgeschrieben, den sie haben möchte. Auf einem Zettel. So nach und nach gesammelt oder mal im Radio hört, dann aufgeschrieben. Und die alle zusammengestellt. Oh, ich habe, glaube ich, jetzt 3 Stunden gebraucht dafür. Oh Gott, war das ätzend. Aber was macht man nicht alles für seine Mütter? Dafür kocht sie auch einem immer schön Essen. Hotel Mama ist für alles bereit. Im Alat habe ich heute auch schon bei ihr. Die hat nämlich ein neues Bett bestellt und das Zimmer, was da hinten ist, da haben wir, in dem Nachbarhaus, wo meine Eltern wohnen, so ein übelst marodes Haus, da wohnt keiner drin, hat irgend so ein Notar gekauft und, ach, der hat sich da nicht drum gekümmert, halt zusammengefallen, nachts im Schlaf, bist du wach geworden, weil die Dachbalken zusammengekracht sind damals und der ist dann immer früh um 4 im Winter gekommen, um den Schnee zu schieben, weil, muss er ja machen, ist ja sein Haus. Aber ja, obwohl er da nicht wohnt. Naja, jetzt hat er es verkauft. Auf jeden Fall ist Feuchte rübergezogen von da. Und es wurde alles gemacht. Wände angebohrt, die versiegelt, dass die Feuchte nicht nach oben steigen kann. Etc., etc. Also einiges wurde da erledigt. Und da hat es dann halt auch mal, wenn da die Schränke an der Wand standen oder halt auch das Bett, hat es da halt mal geschimmelt, ne? Das ist nicht so schön. Und ich brauche Dünger für meine Pflanzen hier. Das ist mir sonst auch nicht mehr so schön. Habe ich nämlich bald nichts mehr davon. Wir könnten höchstens... Wo waren diese... da. Ist natürlich eine ganz schöne Route, ne? Ach, und übrigens danke nochmal für den Hinweis. Ich glaube, das war auch von Miss Butterfly. Die hat mir gesagt, ihr habt... dass wir, wenn wir ein Segel haben, was ja auch Sinn macht, dann auch mit einer Fackel in der Hand fahren können. Ich würde sagen, die Bären, weiß ich nicht, brauche ich die wirklich? Ich würde sagen, die lasse ich hier einfach verrotten. Die Bären. Und dann kann ich das hier immer durchdüngen. Das glaube ich, das mache ich auch so. Ich glaube aber, ich lege die dafür nach draußen. Ich glaube, dann vergammeln die schneller. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war so. So, wir besamen nochmal unseren Acker. Oh, ja. So, sehr schick. Warum habe ich eigentlich... Na doch, wenn wir jetzt nächste Mal eine Drachenfrucht kriegen, dann muss ich unbedingt zusehen, dass ich die dem Vogel gebe, damit wir die Samen duplizieren können und nur noch Drachenfrüchte hier anbauen. Das wäre auf jeden Fall echt wert. Es weht ja kein Wind mehr anscheinend, ja? Könnten wir doch eigentlich uns mal wagen, umherzuziehen. Bevor wir das machen, räume ich mal mein Inventar hier noch kurz auf. Kann man die Sandsäcke drin machen. Den Stoff. Ja, das liegen hier.
Weg damit. Stoff. Stoff. Was macht denn der Hammer hier überhaupt drin? Macht da gar keinen Sinn. Nehme ich mal mit, würde ich sagen. Ein Hammer unterwegs ist immer nicht schlecht. So. Lassen eh ein Steck Steine hier. Ja, mach den da drin oder lass den hier liegen. Ich glaube, die fliegen eh nicht weg. Ich bin nicht recht irre. So. Da haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Auch die Steine hier. Lass die da, leg die da hin und dann ist gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf Tour. Regnen tut zwar, glaube ich, eigentlich auch nicht mehr, oder? Regnet's noch? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Hunde müssten bald... Och, guck mal hier. Eine Augenpflanze. Oh. Sie hat den Vogel gefressen. Und noch einen. Die Armvögel. Wo bin ich denn jetzt? Da. Fahren wir unten rum, oben rum? Wir fahren oben rum, würde ich sagen. Neue Segel brauchen wir auch bald und ein Reparaturkit müssen wir auch mal wieder machen. Ich habe schon wieder Angst gehabt, es wird dunkel, aber dämmert noch eine ganze Weile. Noch ein ganzes Weilchen tut es das. Wir nehmen mal Essen ruhig mit, was wir so finden. Weil wir haben jetzt auch keinen Kochtopf mitgenommen. So vergesslich, wie der Steffen wieder ist. Hat er wieder nicht dran gedacht. Ah, so ein Mist aber auch. Die Wellen sind auch nicht mehr ganz so hoch. Da oben sind diese scheiß Rochen. Die auf jeden Fall aus dem Weg gehen wollte. Aber da müssen wir ein Stück hoch. Verpisst euch. Ich hasse euch. Kackrochen. Los. Diese Nähkit, was brauchten wir dafür? Das waren noch Bienenstacheln, ne? Genau, Bretter und zwei Seile. Naja, wir haben ja zum Glück ein paar Stacheln gekriegt. Durch die 1 Million Bienen, die wir da getötet haben. Ich würde sagen, wir fahren bis zur nächsten, schaffen wir das noch. Denn looten wir da drüben alles leer den nächsten Tag und fahren wieder zurück. Das sollten wir schaffen. Was sind das für Geräusche? Hättet ihr gehört? Brrrr, macht er die ganze Zeit. Jetzt ist es weg. Oh Gott. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Fuck, 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 fuck. Naja, ist klar. Das haben sie jetzt übrigens auch geändert, ne? Dass, nee, ich darf nur zweimal schlagen. Warte mal, waren hier nicht... Waren hier nicht Schweine auf der Insel? Da unten eins. Geht dahin. Sollen sich die Schweine drum kümmern. Karte gedreht. Darunter. Ja, meinen Rucksack muss ich jetzt erstmal liegen lassen. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Ey, Schwein, du wolltest. Ah, fuck. Genau, rein gelaufen, ey. Naja, Ena ist jetzt nicht mehr so schlimm. Jetzt greift er die Vögel an. Ja, das haben die jetzt nämlich gewechselt, weil sonst war das... Oh, fuck. Sonst war das nämlich immer so, dass, wenn man auf dem Wasser war, kamen die Hunde, die Haie. Und wenn man dann aufs Land gegangen ist, sind die halt weg gewesen und dann war aus. Jetzt haben sie es so gemacht, wenn du während der Phase aufs Land wechselst, kommen dann trotzdem nochmal die Hunde. Also, das war vorher, glaube ich, anders. Ach, nö. Wo ist noch eins da? Oh, ich hasse die Hände, ne? Die sind so unglaublich creepy.
creepy Hände, ey. Ich glaube, diese Dinger gekocht, die waren auch scheiße, ne? Die haben mir doch Sanity abgezogen, ne? Nee, doch nicht. Gekocht gehen die. Ich muss auf jeden Fall jetzt meinen Rucksack wiederholen, der hier oben liegt. Ja. Ja, ist ja zum Glück nicht allzu lange Nacht. Oh, hat mich mal ein bisschen überrascht hier, die Haie. Also wenn du da mit so einem Paddelboot unterwegs bist, mit so einem Floß, dann hast du, glaube ich, echt verloren. Weil die zacken dir dein Boot. Da bist du echt zu langsam. Ich hatte euch ja beim letzten Mal versprochen, dass eventuell ein Gast dabei sein wird. Ich muss euch leider enttäuschen. Wie ihr mitgekriegt habt, war nur am Anfang mein italienischer Freund, der gesprochen hatte. Aber naja. Man kann ja nicht immer alles haben, ne? Sanity ist auch schon wieder ganz schön runter. Oh, jetzt regnet es nicht wirklich, oder? Lalalala, Rucksack, Rucksack. Trocken machen. Achso, wir können ja denn keinen Rucksack tragen. Da war ja was. Da war ja was. Nicht, dass jetzt die Flutsaison gerade angefangen hat, in dem Moment, wo ich wieder losgehen will. Wir haben ja eh ein bisschen Sanity down. Ja, doch. Genau jetzt. Ach, fucken. Fuck die fuck fuck. Ich finde es schön, dass man das in Deutschland einfach so sagen darf. Das macht mich innerlich etwas froh. Fünfe, ey. Das ist richtig gut. Ich nehme hier alles mit. Der Rest ist Dünger. Eigentlich müssten wir jetzt wirklich zurück. Weil ich weiß nicht, was jetzt mit meiner Basis gerade passiert. Und so schnell haben die sich eigentlich nicht ausgebreitet. Die könnte jetzt schon im Arsch sein. Gehe ich zurück oder fahre ich jetzt noch schnell hier rüber? Ich würde sagen, ich fahre noch schnell rüber. Das sollte jetzt... Den Ehen, oh fuck, ey, die werden ja echt viel, viel größer. Viel, viel schneller vor allen Dingen. Das war vorher nicht so schlimm. Da hattest du einen Tag noch so eine kleine Pfütze und dann war aus. Hör mir auf, ey. Ist doch nicht wahr. Ich sehe uns schon wieder das... Wie heißt das? Das zeitliche... Segnen? Nee, wie heißt das? Ja, manchmal stehe ich echt auf dem Schlauch. Ins Gras beißen, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich gerade gesucht habe. Das zeitliche Segnen? Keine Ahnung. Was? Oh nee, jetzt, da ist er doch schon wieder. Warum? So kommen die, bleiben die jetzt einfach? Das ist doch kacke. Das ist echt scheiße. Muss ich mir jetzt hier echt meine Rüstung anziehen und den erstmal kaputt machen? Aha. Der mich also jetzt kaputt gemacht. Das Problem ist, ich sehe gerade, unsere Mütze ist gleich kaputt. Und der wäre aber wirklich nass. Das kann ich nicht riskieren. Das kann ich wirklich nicht riskieren, Leute. Wir müssen zurück. Das ist halt echt nicht wert. Das ist echt zu risky. Wir schaffen das wahrscheinlich gerade mal so zurück und uns wieder zu retten. Ins Trockene. Jetzt können wir schon mal gucken, was war das? Strohhut. Einmal Dings. Ein bisschen höher. Und zweimal Schlangenhaut. Der Regen hat und wir hätten echt einen Tag früher starten müssen.
Das war jetzt wirklich jeden Tag genau, wo Ruhe war. Da muss man sich echt einprägen, wo man noch ein Zeitfenster hat, wo man was machen kann und wo nicht. Also Reparaturkit steht auf meiner Liste. Reparaturkit und neues Segel. Reparaturkit, neues Segel. Merken, Steffen, merken. Ah, naja, mal gucken. Wir müssen ja mit dem Dünger eigentlich trotzdem noch hinkommen. Ein Lobster. Die Gerichte mit Lobster sind ja eigentlich recht geil. Das Problem dabei ist aber eigentlich dieses, dass die zu bekommen und so, das alles viel zu zeitaufwendig ist. Als dass sich das lohnen würde. Weil ich glaube, das beste Essen war ja diese Hummergericht, ne? So, meine Mütze ist nämlich gleich im Arsch. Und unsere Basis wird überflutet. Ach, na toll. Ficken, Alter. Echt jetzt. So, was war das jetzt? Schlangenhaut. 2, 1, 2. Wo sind die Zähne? Da. 1. Das sind ja nicht Zähne, sondern links. Aber ist ja egal. Strohhut. Den darf ich nicht aufhaben. So. Haben wir geregelt. Müssen wir verkochen. Irgendwie. Wie auch immer. Ach nee, da haben wir noch. Ah ja, da machen wir so drin. So, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz. Und ich musste jetzt Sandsäcke bauen. Kriege ich die hier noch vor? Fuck. Kannst du ja mal vergessen, wa? Da bleibt... Oh. Ah. Da bleibt nur eins. Euch im nächsten Part zu zeigen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Also bleibt gespannt. Tschüss.